Hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit gestern in Schockstarre. Denn im Reddit von Clash Royale, das ist sowas wie ein Forum, wenn man es mal vereinfacht ausdrückt, da wurden gestern die Updates für März geleakt, die eventuell rauskommen. Also dazu muss man sagen, die Updates sind nicht bestätigt, also es ist nicht 100% sicher, dass die Updates so ins Spiel reinkommen werden. Und das wäre auch, ganz ehrlich, wenn die reinkommen, wäre das zu gut, um wahr zu sein. Und ich werde auch versuchen, das möglichst kurz zu halten, weil ich habe nur 3 Spiele voraufgenommen, die jetzt hier im Hintergrund laufen. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, eigentlich. Und die Updates sind so absurd, die dazukommen. Und wenn das wirklich auch nur, wenn nur die Hälfte stimmen sollte, dann wären die Updates richtig, richtig krass. Kommen wir erstmal zu den Balancing-Änderungen, die jetzt stattfinden werden. Und zwar erstmal der Holzfäller wird ein Upgrade kriegen. Und zwar wird er 6% mehr Lebenspunkte haben. Und sein Angriffsspeed wird schneller, das heißt, er greift jetzt nicht nur alle 0,7 Sekunden an, sondern alle 0,6 Sekunden greift er an. Und außerdem soll auch der Blastro-Kobold besser werden. Und der Angriffsspeed von denen soll auch von 0,7 Sekunden auf 0,6 Sekunden runtergehen. Ich spiele die Karten beide und das wäre richtig krass, wenn er auch verändert werden würde. Die Barbarenhütte soll sich auch verändern. Die soll jetzt 8% mehr Lebenspunkte haben. Und sie soll nicht nur 1 Minute stehen, sondern 1 Minute 10. Die geht immer noch keiner spielen danach, selbst wenn das jetzt passieren sollte. Die Wächter machen 6% mehr Schaden und haben 4% mehr Leben. Ist auch schon ein kleines Update. Ja, wird wahrscheinlich auch niemand spielen. Das Problem von den Wächtern ist ja, die sind ja gut, aber die sind halt gut gegen Tanks. Und aktuell spielt halt kaum jemand einen Tank. Und deswegen, ja, sind die halt nicht so krass viel benutzt. Okay, der Eismagier macht 6% mehr Schaden. Ja, ist 6% viel? Ich finde schon, dass 6% ist jetzt schon nicht wenig. Dunkle Print soll jetzt 20% eine bessere Reichweite haben. Das heißt, der könnte jetzt... Ist er jetzt stärker? Ich weiß es nicht. Weil ich meine, 20% mehr Reichweite ist ja schon krass. Dann greift der ja wirklich... Der hat jetzt ja schon eine relativ okay Reichweite. Und jetzt ist er noch mehr stärker. Ich weiß nicht, ob er gespielt werden wird. Gucken wir uns das nächste an. Es sind so viele Updates, ich muss jetzt hier ein bisschen schneller durchgehen eigentlich. Die Reichweite von einem Ferndrachen wird von 4 auf 4,5 erhöht. Der Bombenturm greift jetzt langsamer an. Aber macht dafür mehr Schaden und der steht dafür kürzer. Keine Ahnung, Bomben schon mit keiner spielen. Battle Wham hat jetzt 8% mehr Leben und macht 10% mehr Schaden. Wird wahrscheinlich immer noch keiner spielen, weil die noch nicht vom Level hoch genug sind. Der Tesla macht mehr Schaden, hat mehr Leben, steht länger. Vielleicht ist das okay. Das ist okay, vielleicht wird er dann mehr gespielt. Und der Henker hat jetzt das Update, dass er nicht mehr die Gegner stunt, wenn er die trifft. Es gibt noch ein paar Balancing-Änderungen, die ich ziemlich cool finde. Und zwar, die legendären Trophäen sollen abgeschafft werden. Es ist ja aktuell so, dass die legendären Trophäen niemanden so richtig interessieren. Und die Änderung soll so sein, dass man alle 20 legendären Trophäen in einen Gem umwandeln kann. Und das ist... Es klingt jetzt nicht so viel, ein Gem, aber muss man sagen, haben oder nicht haben. So, ich meine, du hast dann irgendwas davon und die legendären Trophäen sind eh so ein bisschen... Ja, ist nett zu haben, aber ich glaube, das bringt niemanden was. Es soll zudem noch für alle aktiven Spieler in der legendären Arena ein Turnier geben oder beziehungsweise eine Liga geben. Also dann gibt es nochmal ein Turnier nur für die Leute in Arena 10. Und was man da gewinnen kann. Das Ding ist, alles, was ich jetzt hier sage, das ist alles unter Vorbehalt. Also das wird nicht zu 1000% ins Spiel reinkommen, aber angeblich kann es ins Spiel reinkommen. Und das könnt ihr euch auch mal angucken, was man so kriegt. Und zu anderen kriegst du, wenn du den ersten Platz da holst, kriegst du 5000 Gems. Du kriegst 80.000 Münzen bis 120.000 Münzen und 3250 Cards, wenn du da den ersten Platz holst. Aber das muss man sagen, so, die normalen Spieler werden ja nicht den ersten Platz holen, weil da sind dann auch die Profis drin in diesen Turnieren und auch die Leute, die nur Max-Level-Karten haben und da hast du keine Chance, theoretisch. Und Entschuldigung, dass jetzt so viele Informationen auf einmal sind. Das sind halt wirklich super viele Sachen. Ich habe, glaube ich, jetzt ungefähr die Hälfte. Gehen wir weiter. Also, im Zeitraum vom 17. März bis zum 17. April soll man doppeltes Gold kriegen. Es wurde ja gesagt, weil Clash Royale ein Jahr alt wird, dass man einen Monat lang feiert. Wurde anscheinend jetzt eventuell verschoben und man feiert vom 17. März bis zum 17. April. Die Clan-Chest ist jetzt anscheinend auch theoretisch eine Änderung, dass es so ist, dass die prozentual verteilt wird. Da steht noch irgendwas anderes dazu, was aber, glaube ich, einfach nur ein Übersetzungsfehler ist, was gut aus dem Chinesischen irgendwie übersetzt, das Ganze. Soll dann so sein, dass wenn du jetzt zum Beispiel 200 Clan-Truhen holst für die Clan-Truhen-Herausforderung, dass du dann auch mehr kriegst als andere, die nur 2 holen, zum Beispiel. Was außerdem noch hinzukommen soll, ist eine Aufgabentruhe. Die kommt dann, du kriegst dann zweimal pro Tag eine Aufgabe, alle 12 Stunden. Und wenn du die erfüllst, kriegst du dann halt besondere Sachen daraus. Und ist wahrscheinlich nochmal eine Erweiterung, dass man noch mehr spielt. Halt jetzt nicht nur, hast du nicht nur die Kronentruhe, wo du am Tag die voll machen musst, sondern du hast auch noch die Herausforderungstruhe oder die Aufgabentruhe. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen übersetzt wird. Konnte ich mir sogar vorstellen, dass das wirklich reinkommen wird. Wie gesagt, es sind nur Leaks, die angeblich reinkommen. Es ist noch nichts bestätigt, aber ich finde es trotzdem super interessant, darüber zu reden. Findet ihr eigentlich so in Videos interessant oder eher langweilig? Schreibt mir bitte in die Kommentare, dass ich weiß, dass ich davon vielleicht mehr machen soll.
oder weniger. Jetzt kommen wir zu besonderen Events, die ins Spiel kommen werden. Unter anderem soll vom 17. März bis zum 20. März eine 3-Brücken-Challenge kommen. Also dann hast du links und rechts die normalen Brücken und es soll wohl dann eine ganz andere Map kommen, wo du in der Mitte noch einen Weg hast. Der Weg in der Mitte führt dann direkt zum Königsturm und ich glaube, es kann richtig, richtig eklig werden, wenn Gegner dann irgendwie den Hawk Rider da einsetzen, während du gerade kein Dings hier hast und der geht direkt zum Turm und der haut richtig doll kaputt und ich weiß nicht, ob es passiert. Also ich könnte mir, also ich fände es mega cool, wenn das passieren würde, weil es das Spiel so ein bisschen erweitern würde. Weil ich meine, neue Karten sind nett, aber neue Maps wären nochmal deutlich netter, muss man einfach sagen. Und es fände ich sehr cool, wenn das passieren würde, auch wenn es jetzt nur eine Challenge werden würde. Ich würde sehr feiern, zumindest für eine Challenge, das wäre richtig nice. Wie gesagt, am 17. März soll wohl das passieren, halt die größten Updates, die dann kommen. Und ich hoffe, dass dann wirklich auch am 17. März das passiert. Und das ist jetzt alles, was ich hier jetzt sage im Video, nicht einfach nur Fake ist. Wenn es stimmt, werde ich es nochmal bestätigen in einem anderen Video. Ich denke aber schon, dass das meiste davon stimmen könnte, auf jeden Fall. Worüber schon geredet wurde, die Team Battle Challenge soll reinkommen ins Spiel. Wurde ja schon drüber geredet genug, da muss ich nichts mehr zu sagen. Es wurden außerdem noch neue Karten angekündigt, die ins Spiel reinkommen. Und zwar einmal eine Karte, die heißt Goblin Charlotte. Und das ist wieder so eine Spawner-Hütte, wo Goblins rauskommen. Haben wir ja noch nicht genug von und ich weiß nicht mal, was die können, die Goblins. Das ist einfach nur normal. Ich glaube, es sind einfach nur normale Goblins mit halt den Dolchen, die da rauskommen. So, die nächste Karte soll eine legendäre Karte sein. Und die wurde auch schon im Reddit besprochen. Da haben Stan und ich übrigens auch schon kurz drüber geredet im vorletzten Video. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Und zwar der Goblin Ninja. Der Goblin Ninja ist eine Karte, die soll unsichtbar sein. Das heißt, du spielst den Goblin Ninja. Der ist übrigens eine legendäre Karte oder soll eine legendäre Karte sein. Und du weißt nicht, wann er gespielt wird, weil er ist halt unsichtbar. Das heißt, du siehst nicht, ob der Gegner den Goblin Ninja spielt oder nicht. Und du siehst ihn erst, wenn er angreift oder halt nach ein paar Sekunden. Und beziehungsweise 0,7 Sekunden ist er unsichtbar. 0,7 Sekunden soll er unsichtbar sein, angeblich. Fände ich interessant, so eine unsichtbare Einheit. Wenn es wirklich reinkommt, würde ich das mega gut finden. Wirklich mega gut finden. Ich würde es mega feiern. Eine andere Karte, die noch dazu kommen soll, wieder eine Goblin-Karte. Die Goblin-Ältesten, Goblin-Elder. Zwei Goblins, die Stacheln in der Hand haben. Who also continue to throw. Also die werfen Speere anscheinend, aber die haben auch Stacheln in der Hand. Und die sollen legendär sein. 6 Elixier kosten, 810 Leben haben. Also es soll quasi das Goblin-Beispiel zu den Elite-Barbaren sein. Quasi die Elite-Goblins, wenn man so will. Und das wird, glaube ich, richtig furchtbar. Das wird richtig furchtbar. Allein, dass die 800 Leben haben. Also ich weiß nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, die ist nicht drin, die Karte. Auf die habe ich keinen Bock. Ganz ehrlich, dann gibt es nur so Decks. Überleg ich mein Deck, weil dann brauchst du halt keinen Tank. Du brauchst keine Tank-Einheit, wenn du so eine hast. Hast du halt die Elite-Barbaren im Deck, hast du die Goblin-Ältesten im Deck, hast du noch einen Schweinereiter im Deck und schon kannst du den Gegner kaputt machen einfach. Und hast du noch das Rambok vielleicht im Deck und du brauchst sonst nichts. Der Rest ist Verteidigung. Das ist einfach so, oh, okay, die nächste Karte. Weiß ich nicht, ob die reinkommt. Die ist einfach nur die Waldbeere. Und die Waldbeere ist wohl so ein Zauber und der macht, dass die Gegner verwirrt sind quasi. Also sagen wir, der Schweinereiter greift dich an, du setzt die Waldbeere auf den einen und dann weißt du nicht mehr, in welche Richtung er angreifen soll. Dann geht er vielleicht auf einen anderen Turm oder rennt halt in eine völlig andere Richtung. Und das macht ihn wohl so verwirrt. Das soll auch eine legendäre Karte sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Also da ist der Punkt, wo ich sage, okay, stimmt das vielleicht doch nicht, weil ich meine 3 legendäre Karten mit einem Update. Das hört sich ein bisschen nach zu viel an, ehrlich gesagt. Kann ich nicht genau nachvollziehen, ob es Sinn macht. Bei den Updates, so zum Beispiel, dass der Holzfäller besser wird, sage ich, okay, das kann auf jeden Fall passieren. Aber da bin ich so ein bisschen, okay, 3 legendäre Karten, eine davon genau das, was im Reddit geschrieben wurde. Und ansonsten halt legendäre Karten, dann noch ein Zauber. Es wäre zu krass, es wäre zu krass. Und das war es mit den Updates, die angeblich jetzt kommen im März. Halte ich für zu absurd, ganz ehrlich. Die Karten hier zu kommen, traue ich nicht. Ich weiß nicht, ob auch mit den Challenges, mit den 3 Wegen und das Team Battle. Ich meine, das Team Battle wird ja kommen, es ist ja bestätigt. Was das jetzt auch hier wahrscheinlich dann ein bisschen glaubwürdiger macht, weil ich weiß nicht. Das sind so viele Sachen auf einmal und ich weiß nicht, ob das wirklich das Spiel besser machen wird oder schlechter machen wird. Ich bin einfach gespannt, was daraus wird, ob daraus was wird. Und wenn daraus was wird, dann war ich einer der Ersten, die darüber geredet haben. Wenn es nicht wird, dann habe ich jetzt einfach Lebenszeit von euch verschwendet, dann tut es mir leid. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich muss mich jetzt erstmal nochmal hinlegen, weil es einfach so viele Informationen sind. Und ich hoffe, ihr habt auch die Informationen gut aufgesammelt. Und ihr könnt es übrigens auch nachlesen, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann sage ich immer bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Klickt mal hier auf die Playlist, da sind noch andere Videos verlinkt. Vielleicht gefallen die euch ja. Bis dahin und ciao.